Hallihallo, Hallöchen, mein Name ist Ryden Reckless und ihr habt euch hierher verehrt, weil ihr wahrscheinlich etwas über das Game Xenoblade erfahren wollt, das hier in Deutschland am 19. August erscheint. Ihr seid wahrscheinlich die ganz Ungeduldigen, die jetzt schon wissen wollen, was hat es mit dem Game auf sich, worum geht's und wie funktioniert das epische Kampfsystem eigentlich. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das Kampfsystem ist wirklich episch. Deswegen werde ich es euch auch in diesem Video erklären. Das hier ist unser Held Shulk. Das Ganze spielt in einer Art Parallelwelt, in der zwei Götter gegeneinander gekämpft haben und auf diesen beiden Göttern, die in einer Art Todesstarre verfallen sind, leben nun die Menschen. Hier kommt direkt der zweite Hauptcharakter, er heißt Rein, er kämpft mit einer Art Lanze und natürlich, wie es in den Games ist, kommt auch schon direkt der erste Kampf. Und dieses Kampfsystem werde ich euch jetzt ein bisschen genauer erklären, denn ihr werdet sehr viel kämpfen müssen in diesem Game. Was ihr unten sehen werdet, ganz unten, das sind die sogenannten Arts, das heißt, das sind Kampfkommandos. Das Blaue, was ihr da oben seht, das sind eure HP, das Gelbe sind die HP des Gegners. Das da unten, was gerade eingekreist worden ist, das ist ein vertikaler Angriff. Und wie man schon sieht, kann man durch die Pfeiltasten eben auf den verschiedenen Arts hin und her navigieren und kann dann entweder Angriffe starten. Wenn eine Art grau hinterlegt ist, dann braucht ihr erst eine bestimmte Zahl von Schlägen. Der Charakter schlägt nach einer Zeit immer automatisch zu, bis die wieder aufgeladen sind. Und das Graue in der Mitte ist sozusagen der Hauptangriff, der lädt sich jetzt auch langsam auf. Und wenn es dann aufgeladen ist, dann könnt ihr wieder praktisch mit einem stärkeren Angriff angreifen. Und ihr seht auch, wenn der Charakter, den ihr jetzt benutzt, macht das gleich 175 Schaden und nicht nur 60 wie die normalen. Wie in jedem RPG lassen besiegte Gegner ein Item fallen, das ihr dann einsammeln könnt in Japanisch. Ich weiß leider nicht, was es ist. Die könnt ihr dann verkaufen. Und da kommt auch schon direkt der nächste Gegner. Aufgrund der grünen Wand im Hintergrund können wir nicht abhauen und müssen auch den zum Kampf fordern. Wenn dieser Bildschirm erscheint, könnt ihr mit dem Steuerkreuz einen Gegner auswählen. In dem Fall ist es dieses wurmähnliche Dings da. Und wenn ihr bestätigt, zieht ihr eure Waffe und es geht los. Hier ist dann ein weiteres Tutorial, das zeigt, immer da, wo der rote Kreis drum ist, um den Charakter, den wird der Gegner angreifen. Der blaue Schaden, den ihr austeilt, ist eurer und rot ist praktisch der, den ihr einstecken müsst. Und ja, ist natürlich noch zu Beginn des Games, das heißt, die Gegner sind relativ einfach zu besiegen, sind ja auch noch Level 1, ihr seid zwar auch Level 1, aber RPG-technisch gesehen ist das Ganze natürlich dann so, dass ihr nach einer Zeit Level aufsteigen könnt. Also wir haben hier ein Level-System, ihr kriegt durch Herumlaufen, durch Item sammeln und durch Gegner besiegen und durch im Story voranschreiten auch ab und zu mal EP. Und könnt so Level absteigen, kriegt natürlich dann auch mehr HP. Das heißt, diese 1000 HP, die man am Anfang hat, reichen dann natürlich lange nicht aus, um dann den finalen Boss zu besiegen. Die HP regeneriert ihr, indem ihr einfach stehen bleibt auf der Map. Jetzt sind wir gerade in der Sequenz, das heißt, ihr werdet das nicht sehen können. Aber da regeneriert ihr immer so 5 bis 10 HP. Aber später wird es natürlich, wenn ihr dann mehrere 1000 HP habt, nicht mehr reichen, einfach ein bisschen stehen zu bleiben. Und dafür habt ihr auch schon dieses Herzchen gesehen, das ihr vielleicht bemerkt habt, womit ihr eure Teamkameraden heilen könnt. Das ist aber, wie gesagt, charakterabhängig. Das heißt, jeder Charakter hat so ein paar Skills, über die er verfügen kann. Und so ist Rein zum Beispiel jemand, der voll auf Angriff baut, und Schalke ist so mehr der Teamplayer, der auch heilen kann. Im Verlauf der Story werdet ihr dann auch in verschiedene Rollen schlüpfen, das heißt, ihr spielt nicht immer die gleichen Personen und ihr könnt dann euer Team, es besteht dann normal aus 3 Leuten immer, selbst modellieren. Ja, in der Sequenz erklärt Shulk anscheinend Rein gerade, was überhaupt los ist, was er hier macht, und er sammelt natürlich Schrott und versucht daraus was zu machen. Und jetzt kommen wir auch schon in den Open-World-Modus. Der orangene Pfeil oben zeigt uns, wo wir als nächstes hin müssen und wie weit es noch dahin ist. Und hier gibt es ein paar Menüerklärungen. Die Menüerklärungen werde ich auch noch gleich vornehmen. Ein bisschen detaillierter, weil das Ganze hier auf Japanisch ist. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht alle verstehen. Oder eher die wenigsten von euch. Und oben rechts könnt ihr aber schon mal die Map sehen. Und ja, wie ich schon sagte, mit dem Steuerkreuz könnt ihr dann auswählen, wenn der Bildschirm erscheint, welchen Gegner ihr angreifen wollt. Ja. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Menüerklärung. Das heißt, hier links haben wir die Karte. Das ist eine detailliertere Karte als die oben rechts. Die hilft euch dann auch immer, euch ein bisschen zurechtzufinden, denn die Welt ist doch wirklich sehr, sehr groß, weil ihr wirklich alles erkunden könnt. Das heißt, ihr könnt über Zäune springen, ihr könnt schwimmen, wie im Monster Hunter auch zum Beispiel. Und ihr könnt eigentlich fast überall langlaufen, außer an solchen Felswänden oder sowas. Die könnt ihr leider in der Regel nicht hochklettern.
Links daneben ist euer Inventar. Da gibt es dann die Schmiedesachen, die Items, die ihr selbstverständlich besitzt. Und dann gibt es dann auch noch eine Monster-Enzyklopädie. Das heißt, da sind alle Monster aufgelistet, gegen die ihr kämpft. Und wenn ihr eine bestimmte Anzahl von denen habt, dann werdet ihr auch dafür entlohnt. Des Weiteren haben wir die Arts. Das heißt, je höher ihr aufgelevelt werdet, desto mehr Skills erlernt ihr. Man kann die auch teilweise kaufen. Da bin ich mir jetzt noch ein bisschen unsicher, weil das Kaufsystem, wie gesagt, auch in Japanisch ist. Aber man sollte es auf beide Wege erhalten können. Und je mehr, also die Arts könnt ihr dann auch verbessern, sodass dann ein Schlag nicht nur 150 Damage macht, sondern dass ihr den Schlag dann auf Stufe 3 verbessern könnt, was weiß ich, und dann der dann 400 oder 500 Damage macht. Dann nebendran ist der Charakterbildschirm, das heißt, hier könnt ihr Charakter austauschen, die Position wechseln. Das heißt, ich könnte jetzt auch zum Beispiel, wenn ich keine Lust mehr auf Schalk habe, könnte ich da die Reihenfolge tauschen und auf Rein gehen. Danach kommen eben die Quests, die ihr angegeben habt, zusammen mit dem Handshake-Level heißt das Ganze. Das ist ein Handshake-System. Das heißt, ihr könnt zwei Charaktere, die oft miteinander kämpfen, mit Handshakes verbinden. Das heißt, deren Angriffe werden dann besser zusammen harmonieren. Nebendran haben wir eine Uhr. Das ist die Zeit praktisch. Die kann man, soweit ich weiß, auch beeinflussen, denn es gibt einen Tag- und Nachtmodus und nachts gibt es dann teilweise Gegner, denen ihr am Tag eigentlich nicht begegnen wolltet. Und auch stärkere Gegner, aber es ist egal, wann ihr jetzt eigentlich spielt, aber ich glaube, man kann das auch umeinstellen. Und das letzte, was ihr dann habt, ist der Speicherbildschirm, das heißt, der Pfeil nach unten heißt Speichern, es gibt bis zu 3 Spieldateien, die ihr anlegen könnt, und der Pfeil nach oben heißt Laden. Ja, das war jetzt schon relativ viel über so ein kleines Thema eigentlich, aber das Kampfsystem ist noch viel größer und kann man eigentlich noch viel besser ergründen. Das war so das, was ich für mich erschließen konnte, und ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn ihr Interesse zu Xenoblade habt, in der Beschreibung unten gibt es noch ein paar Links, und ich freue mich wahrscheinlich genauso groß wie ihr auf den 19. August, und vielen Dank fürs Zuschauen.